Ja, und da sind wir wieder mitten im Tunnel und ich habe keine Ahnung, was ich machen wollte. Hehe. Ich glaube, ich wollte mich einfach weiter reinbuddeln. Und dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Zap, zarab. Und da sind wir am Bedrock angekommen. Yay. Wusste ich's doch. Habe ich doch perfekt aufgehört in der letzten Folge. So. So und so und so und so und so und so. So. Ja. Wir haben ein kleines Problem. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich zurück. Es gab hier ein kleines Wespenproblem. Ich hoffe, dass ich die Folge dann ordentlich zusammengeschnitten bekomme, so dass da kein mögliches Problem auftaucht. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nochmal so schnell vorkommt. Aber nachdem das Wetter jetzt wieder ein bisschen weniger regenlastig ist, kommen diese Biester wieder raus. Und das finde ich nicht so toll. Dem muss ich da Einhalt gebieten. So, ja, Was mache ich jetzt hier? Meine kleine Betthöhle. Ausheben. Eine Bedrock-Höhle. Oder so ähnlich. Weiß ich noch nicht. Machen wir das jetzt erstmal hier glatt. So. Boden holen. Kommen wir auch noch raus. Geil. So. Ja, da unten auch noch. Da. Weg mit dem Mist. Alles guter Stein, den man verwerten kann. Ja. Und als wenn die Götter mich erhört hätten. Es regnet wieder. Heißt für uns hoffentlich keine Wespenvorfälle mehr. Und wieder es regnet. Oh mein Gott. Ja, so viel zu der Wetterlage hier. Gucken wir doch mal, was das Wetter in Minecraft macht. Ha, was für eine Überleitung. So bin ich. Immer gewitzt und scharfsinnig. Wer hat sich diese Treppen ausgedacht? Das ist doch ein Graus. Und es ist Nacht. Und da steht ein Baum. Er ist gewachsen. Einer zumindest. Und wenn wir ganz still sind, ganz still, auch ohne Musik, dann hören wir keine Zombies. Ist ja toll. Dann kann man die Musik wieder anmachen. Es ist echt ganz schön viel Redstone hier. Ich glaube, da muss ich mir echt mal ein paar Rezepte reinziehen. Zu den ganzen Apparaturen, die es da gibt. Und dann irgendwas Cooles bauen. Ich würde ja irgendwas gerne mit den Pistons bauen. Mit den Schiebeteilen. Aber eigentlich dann auch lieber mit den klebrigen. Das heißt, ich muss irgendwelche Glibbertypen kaputt machen. Ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißen. Slimes, genau. Weil ich so einen Slimeball dafür brauche. Also mehrere dann für jeden Piston eins. Das ist doof. So ziemlich. Naja. Würde ich sagen. Oh. Der Morgengraut. Ich wollte eigentlich gerade sagen, legen wir uns schlafen, aber kann man sich ja fast mal raustrauen. Machen wir mal ein bisschen Ordnung. Damit wir nicht ganz so viel verlieren, wenn wir rausgehen und doch eins auf die Mütze bekommen sollten. Aber als wenn ich eine auf die Mütze bekommen würde. Von ein paar lächerlichen Zombies.
Ich nehme es doch mal raus und das und das und das. So. Ja! Kommt ran, ihr Zombies! Die ihr nicht vorhandenen, nicht anwesenden. Also jetzt komme ich mir gerade echt paranoid vor, wenn ich jetzt nämlich eben nochmal nachgucke, ob auf easy gestellt ist. Ja. Meine Güte. Und da unten ist eine Kuh. Nicht mehr lange, denn ich habe ein Schwert. Eine Badekuh. So. Ja, ich werde dich doch von deinem Leder erlösen. So. Zap, zap, zap. Zap. Hier ist echt nichts los. Hm. Gleich am ersten Tag, wo man nichts hat, stehen einem die Creeper direkt vor der Haustür und jetzt gammelt hier ein einziger noch rum, da drüben. Da. Hm. Das da sieht lustig aus. Ich glaube, das gehe ich dann gleich mal besuchen, sobald ich dem Creeper. Er versteckt sich bestimmt, oder? Creeper. Die Musik ist schon wieder so hässlich heroisch laut. Mann! Ah, so. Entschuldigung, das tut mir leid, aber ich bin echt ehrlich zu faul, das nachher extra einzumischen. Das Hochladen und alles dauert eh schon lang genug und dann habe ich nicht einfach noch die Zeit, mich hinzusetzen und passende Musik unterzumischen. Wäre natürlich ziemlich genial und hätte auch schon einen fast professionellen Anschein, aber nee, habe ich einfach keine Zeit für. Tut mir. Der war doch eben noch nicht da. Dann wollen wir das doch mal gleich korrigieren. Oho. Ja, eigentlich ich hätte jetzt vorgehabt, mich von einem Schwein herumschubsen zu lassen. Nicht. Sondern ich würde gern die Holzhütte anfangen. Und die Schweine stimmen mir scheinbar zu, so friedlich wie sie grunzen. Aber vorher versuche ich mal die anderen Bäume hier zum Wachsen zu bekommen. Hm. Ich werde auch nachher nochmal nachlesen, ob sie überhaupt direkt nebeneinander wachsen. Wenn nicht, dann. Tja. Schade um die Leitern. Ja, Stöcke. Gleich mal ein paar Leitern. Die kann man ja auch wieder verwenden. Kann man immer gebrauchen. Viele Leitern sind nie verkehrt. Finde ich. Ich mag Leitern. Natürlich klappt das nicht so gut, wie ich mir das gedacht hatte. So ganz und gar nicht.
Ach ja, Herr Lindner und seine Pläne. Konnte man eigentlich jede zweite rausnehmen? Ja, nein, nicht mehr. Ich bin einfach zu unschlau. Nicht runterfallen. Gut. So. Gut. Dann hätten wir alle wieder und die haben eine schöne Sonne und sogar Fackelscheinlicht. Hoffen wir doch, dass sie bald wachsen. Ja, Axtverschwendung, bla. Ich habe genug Zeug, um eine neue Äxte zu bauen. Tausende. Millionen. Aber ich will ja nicht übertreiben. Also. Ich dachte schon, du wärst ein braunes Schwein. Aber naja. Es ist doch nur ein braunes Schaf. Ich hoffe übrigens, dass das, was mir im letzten Video passiert ist, nicht nochmal passiert. Und dass plötzlich da Ton versetzt ist. Das wäre höchst unschön. Und ich merke gerade, eigentlich müsste ich jetzt an der Stelle einen Schnitt machen, wenn ich nicht großartig überziehen würde. Deswegen würde ich sagen, haut rein. Oh. Ups. Bis dann.